Wie kann ich das Risiko Erwerbsminderung für mich absichern? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Oft erhalte ich Fragen wie diese: Was muss ich tun, damit ich als ehemaliger Selbstständiger überhaupt Anspruch auf eine gesetzliche Erwerbsminderungsrente haben kann? Wie kann ich diesen Anspruch, dieses Risiko für mich überhaupt eigentlich absichern? Das geht relativ einfach. Sie nehmen einfach ein Beschäftigungsverhältnis auf, eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, und zwar über 450 Euro monatlich. Und dann fängt die Uhr des Erwerbsminderungsrentenschutzes an zu laufen. Wir brauchen mindestens 5 Jahre Wartezeit für die Erwerbsminderungsrente. Das sind also Wartezeit, 60 Kalendermonate mit Beitragszeiten. Und wir brauchen als spezielle Voraussetzung am Tag des Leistungsfalls rückwirkend für 5 Jahre mindestens 36 Kalendermonate Pflichtbeitragszeiten. Und das können Sie am besten mit der Aufnahme eines Beschäftigungsverhältnisses realisieren. Sie müssen also im Grunde genommen nichts weiter tun als ganz normal arbeiten und dann mindestens 5 Jahre und einen Tag versichert sein in der deutschen Rentenversicherung. Und dann haben Sie Anspruch auf eine Erwerbsminderungsrente, wenn der Krankheitsfall oder der Versicherungsfall eintreten sollte. Sie können sich natürlich auch privat absichern, indem Sie eine private BU-Rente, Berufsunfähigkeitsrente, absichern oder abschließen oder eine Erwerbsminderungsrente, private Erwerbsminderungsrente. Ich sage aber, der beste Schutz für Sie wäre in dieser Konstellation immer der Schutz über die gesetzliche Rentenversicherung. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Die gesetzliche Rentenversicherung berechnet ja die Erwerbsminderungsrente, die Sie vielleicht bekommen könnten, nicht nur nach den eingezahlten Beiträgen, wie es bei der privaten BU-Rente oder EM-Rente wäre, sondern Sie bekommen ja auch noch zusätzlich Zurechnungszeiten anerkannt. Das heißt also, die Rente, die gesetzliche EM-Rente, wird noch aufgewertet. Sie bekommen also nochmal zusätzlich Entgeltpunkte obendrauf, neben den Entgeltpunkten aus Beitragszeiten. Und deshalb ist eine gesetzliche EM-Rente im Regelfall wirtschaftlich gesehen günstiger und besser als eine private BU-Rente oder EM-Rente. Alle Menschen, die nach 1961 geboren sind, sollten unbedingt eine private BU-Rente haben und die auch abschließen. Denn für diese Menschen gibt es keinen gesetzlichen Berufsunfähigkeitsschutz mehr. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.